Viele, viele Kleintiere warten bei uns, wie jeden Monat, auf ein neues Zuhause. Einige davon werden wir euch auch diesen Monat vorstellen. Und zwar Flops, eine Kaninchendame, die 2020 geboren ist. Und der Flitzer ist 2015 geboren und beide sind seit August wieder bei uns im Tierheim. Die Halterin war überfordert mit Flitzer, ja, mit Zahnproblematik. Der hatte so mit Zähnproblemen und da war sie überfordert mit. Genau. Flitzer benötigt nämlich etwa alle 6 bis 8 Wochen eine Zahnkontrolle beim Tierarzt und gegebenenfalls dann auch eine OP. Er ist neugierig und nimmt auch mal so ein Leckerli aus der Hand. Flops ist sehr unsicher. Ja, genau. Das ist auch schüchtern, unsicher. Genau. Die beiden leben derzeit bei uns in Innenhaltung und sie suchen eigentlich ein ruhiges Zuhause. Es sollten eher keine Kinder im Haushalt sein oder wenn, dann schon ältere und auch erfahrene. Kaninchen erfahrene, ältere, ja, Kinder. Ja. Flops und Flitzer warten auf ein neues Zuhause. Sofern Interesse, meldet euch bei uns. Es folgt eine Rattengruppe von 4 Rattendamen, die alle im September letzten Jahres geboren sind, also genau 1 Jahr alt sind, mit den schicken Namen Aria, May, Yuki und Krätze. Ja. Es ist ja ein sehr spezieller Name, aber gut, spielt jetzt auch keine Rolle, ihr könnt ja neue Namen geben. Die sind erst seit einigen Tagen bei uns im Tierheim, die wurden wegen Allergie der Kinder bei uns als Vierergruppe bei uns abgegeben. Mhm. Und wir möchten sie gerne auch zusammen vermitteln. Sie sind zurzeit noch etwas unsicher, aber bei Vertrauen lieb. Krätze hat vermutlich von Geburt an so keine richtigen Augen ausgebildet und ist aufgrund dessen sehr unsicher. Das heißt also, bei ja, richtiger Hektik oder so würde sie halt auch nach vorne gehen. Ne? Man darf immer bei Ratten nicht vergessen, die möchten auch tägliche Beschäftigung haben, ja, und auch viel Platz, Bewegung, ja, Auslauf. Und Auslauf. Ja, auch, nicht, ne, so ein kleiner Käfig, ja, sondern Platz, wirklich Platz. Ja. Für die 4 ja, suchen wir gerne so erfahrene Rattenhalter und es sollten keine kleinen Kinder im Haushalt sein. Genau. Die Rattengruppe, die 4er-Damengruppe wartet auf ein neues Zuhause. Sofern Interesse, meldet euch bitte. Und zu guter Letzt haben wir noch eine Rennmaus. Und zwar eine männliche Rennmaus. Mhm. Kalner heißt der junge Mann, der im Februar geboren ist. Seit August bei uns im Tierheim. Der wurde abgegeben, da das Partnertier verstorben ist. Ja. Und im Tierheim schlug eine Vergesellschaftung fehl, deshalb wurde er hier kastriert. Er wünscht sich jetzt wirklich ein Zuhause bei einem netten Mädel. Denn er ist eher zurückhaltend, aber er ist lieb. Ja, und er möchte natürlich auch ein Zuhause haben mit viel Abwechslung und Buddelmöglichkeiten und Platz. Ne? Man vergisst das immer. Rennmäuse sind Beobachtungstiere, ja, und keine Spieltiere. Ja. Sollte man unbedingt dazu sagen. Und nicht so einen kleinen Käfig. Ja. Das ist leider immer ein Thema, wenn dann die Katzen abgegeben werden, die Tiere in solchen kleinen Käfigen. Ich immer denke, meine Herren. So, Rennmaus-Kalner wartet auf ein neues Zuhause, gerne zu einem Mädel dazu. Sofern Interesse, setzt euch bitte mit uns in Verbindung. War schon unsere klitzekleine Kleintiervermittlung. Sofern Interesse an Kleintieren, egal ob es Kaninchen, Meerschweinchen sind, einfach mal anrufen und fragen, habt ihr vielleicht das passende Tier für uns? Bis denn erstmal. Tschüss. Tschüss.